Und da sind wir wieder bei Scott Shelby. Mich mal gespannt, welchen Informationen er wieder hinterhergeht, so als Privatdetektiv. Mittwoch, 19:28 Uhr, 57 mm. Okay, wir sind anscheinend in seiner Wohnung. Ja, sieht so aus. Und der Typ pennt. Pennt er wirklich? Ja. Was ist das für eine Flasche? Wahrscheinlich so eine Alkoholflasche. Na komm, rappel dich auf. Was haben wir denn da? Erstmal erste Schublade öffnen. Was sieht denn da? Sein Asthma-Spray? Ja. Sehr gut. Was haben wir noch? Eine Schublade drunter. Na, war ja klar. Direkt nach dem Aufstehen erstmal einen Schluck aus der Pulle, ne? So gehört sich's. Gut, dann hätten wir die zwei Schubladen schon mal untersucht. Was haben wir denn hier? Ah, das Licht. Sehr gut. Okay, überprüfen wir mal die rechte Schublade. Oh. Eine alte Dienstmarke. Weckt anscheinend Erinnerungen in ihm. Nächste Schublade. Was liegt da? Eine Knarre oder was? Oh, ja. Da liegt eine Knarre drin. Okay, mal gucken, ob er Gedanken bereithält. Ja. Die Pause war nötig. Ich schlafe schlecht, seitdem die Morde wieder begonnen haben. Alle Zeitungen schreiben über Sean Maas, den verschwundenen Jungen. Die verdammte Feuchtigkeit nimmt mir die Luft. Hoffentlich hört der Regen bald auf. Ich habe mit den Eltern aller Opfer gesprochen und habe nur ein Telefon und einen Karton mit Origami-Figuren. Im Moment anscheinend nicht so viel, also wirkt nicht zufrieden. Er hat anscheinend auch eine Liste von an Verdächtigen, die er befragen kann. Oder Informationen, Fakten, die er halt selbst gesammelt hat. Stehen wir mal auf. Schauen wir uns in der Wohnung mal Slow. Frage, was wir hier so finden. Oh. Akten. Also, wirkt so, als ob er es schon lange machen würde. Also den Job als Privatdetektiv. Weil er hat wirklich einen Haufen von Akten gesammelt. Ja, da wollen wir uns nicht hinsetzen. Was haben wir denn noch? Ah. Okay. War noch in seiner Zeit, als er bei der Polizei war. Eine Karte, verständlich. Okay, anscheinend haben wir gar nichts. Gehen wir mal hier durch die Tür. Was haben wir denn noch? Ein altes Bild von ihm. In Uniform. Dürfte aber auch schon einige Jahre her sein, als er zuletzt bei der Polizei gearbeitet hat. Oh, da war noch eine Tür. Die führt ins Badezimmer. Erstmal das Gesicht waschen. Sonst noch irgendwas hier? Ja. Wie immer, ne? Erstmal nach dem Aufstehen, schön auf die Toilette. Und natürlich die Spülung drücken. Das darf niemand vergessen. Okay, dann hätten wir hier eigentlich gar nichts mehr. Oh! Alter, ich bin erschrocken. Es klingelt in unserer Tür. Gehen wir nochmal hin, machen
der Person auf. Ich sollte mich doch melden, wenn mir was einfällt. Kann ich rein? Klar. Mantel nehmen wir mal. Mantel. Das sind zuallererst einen Drink anbieten, hätten wir auch machen können. Setzen Sie sich. Ich habe nicht damit gerechnet, Sie nochmal zu sehen. Was finden Sie? Mir ist etwas eingefallen. Vielleicht ist es nichts. Aber ein Brief kam an dem Tag, als Johnny verschwand. Ein Brief? Was für ein Brief? Er war für Johnnys Vater. Ich weiß nicht, was drin stand. Er hat ihn gelesen und war weg. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Und Sie glauben, der Brief hat etwas mit Johnnys Tod zu tun, richtig? Fällt Ihnen zu dem Brief noch etwas ein? Ich habe den Umschlag die ganze Zeit aufgehoben. Okay. Okay, Alan Ritter steht drauf. Ah, komm, gucken wir mal genau hin. Nichts Besonderes. Eigentlich. Außer vielleicht der Adresse. Die Adresse? Von einer alten Maschine. Könnte ein Hinweis sein. Danke für Ihre Hilfe. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ich kann nicht tatenlos rumsitzen, während Sie den Mörder meines Sohnes suchen. Ich habe viel nachgedacht und ich will mitmachen. Bei der Ermittlung helfen. Diplomatisch, hart, deutlich. Sie können mir nicht helfen, Lauren. Das ist keine gute Idee. Wirklich. Wenn Sie ablehnen, behalte ich den Brief. Es ist Ihre Entscheidung. Gefährlich, sinnlos, alleine. Gefährlich. Ermittlungen wie diese sind gefährlich. Ich kann mich nicht auch noch um Sie kümmern. Wie viele Hinweise haben Sie, Mr. Shelby? Dieser Umschlag ist vielleicht Ihre einzige Spur. Verstehe. Eine dumme Idee. Dann entschuldigen Sie die Störung, Mr. Shelby. Halt! Sie sind schon was Besonderes. Hut ab. Ich bin eine Mutter. Eine Mutter, die den Mörder ihres Sohnes finden will. Also, sind wir Partner? Partner. Sehr gut, jetzt haben wir eine Partnerin auf unserer Seite. Aber wohin fahren wir denn nun? Oh, was ist das für ein Anwesen? Ich denke mal, die zwei Typen, die da vorne stehen, werden sich einfach ohne weiteres reinlassen. Wir sind Partner, oder? Wenn Sie gehen, gehe ich auch. Die ist eisenhart, die Frau. Ohne Wenn und Aber lassen die uns rein, okay. Was tun wir hier eigentlich? Wir kommen wegen Gordy Kramer. Kramer? Oberboss von Kramer Construction? Sein Sohn. Er soll der Origami-Killer sein? Im Moment soll er nur ein paar Fragen beantworten. Hier hört man, als ob da eine riesen Fete gefeiert wird. Geld verdient. Scheinbar gibt es hier heute wirklich eine Party. Oh ja. Da drin ist eine Party. Na dann mischen wir uns mal unter das Volk. Was für ein Palast! Der muss im Geld schwimmen. Was glauben Sie, was das ganze Zeug wohl gekostet hat? Lassen Sie uns später über Kramers Dekor reden. Bleiben wir lang hier? Ich find's hier irgendwie unheimlich. Ich suche das ist normal. Kramer. Sie bleiben so lange hier. Okay? Fragen wir mal den Barmann. Okay. Sie sagen, wenn ich helfen kann.
Okay, wir können nicht mit ihm reden. Haben Sie Gordy gesehen? Sorry, nein! Na, nehmen wir erstmal einen Whisky, Alter. Whisky pur, kein Eis. So. Direkt auf Ex weggehauen. So gehört sich's. Wird nicht einfach, Gordy hinter der Mauer von Berufsschlägern zu finden. Warum ist die gottverdammte Musik so laut? Ich kann mich selbst nicht denken hören. Vielleicht? Naja, den Quatsch mich an, der ist so tot besoffen. Okay, ich muss Gordy Kramer finden. Wir schauen uns erstmal um. Alkohol, Wein und Cokes. Gordy Kramer scheint ein Partylöwe zu sein. Ich bin Detektiv. Ich muss Gordy Kramer sprechen. Gordy ist gerade beschäftigt. Hau ab! Oh? Hey, Arschgesicht! Oh, shit. Ich warne dich. Je später der Abend, desto kürzer ist meine Zündschnur. Hey, du Klugscheißer! Mit meinem Fuß im Arsch vergehen dir gleich die Witze. Okay. Wenn ich zu Gordy Kramer will, muss ich es anders anstellen. Okay, wir müssen irgendwie die Wachen da ablenken. Die müssen von der Treppe weg. Nur so lange, bis ich durch bin. Vielleicht lockt ein kleiner Störfall unter Gästen die Gorillas herfür. Siehst du den Kerl da? Weißt du, was er mir nicht gesagt hat? Was sagt er? Der Wichser! Den hol ich mir. Ja, der Typ ist so besoffen. Du blöder Wichser. Jetzt raste aus. Jawohl. Du beleidigst meine Mutter, du Gorilla im billigen Anzug. Du denkst, oh, du hältst dich für was Großes. Sehr gut gemacht. Ich bin besser als du. Also die Frage, wo ist Lauren eigentlich? Ich bin in einer Sackgasse. Vielleicht bringt mich eine Idee von Lauren weiter. Gordy muss irgendwo hier oben sein. Bestimmt leicht zu finden. Willst du dich vielleicht mit mir okay, ich muss Gordy Kramer finden. Weißt du, wer ich bin? Oh, sind wir oben? Schauen wir mal da rein. Ah. Okay, da sind zwei Frauen, die sich miteinander amüsieren und der Typ guckt einen Film. Will er mich jetzt komplett verarschen? Das sind zwei heiße Frauen, die sich miteinander amüsieren und der Typ guckt einen Film. He is watching a fucking film, Alter, während zwei Weiber da sitzen. Zu geil. Mr. Kramer. Na, der Typ sieht ja auch voll durch aus. Ich heiße Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte da ein paar Fragen. Der ignoriert uns. Okay, wir bleiben hartnäckig. Sagen Sie mir genau, was mit Joseph Brown passierte. Raus! Verstanden? Los, verpisst euch! Oh Mann, die hätte ich nicht weggeschickt. Was wollen Sie? Nein. Sachlich anklagend. Bleiben sachlich. Ein Zeuge sah Joseph Brown, als er in ihre Limousine stieg. Er wurde dort das letzte Mal gesehen. Sie wurden verhaftet und verhört. Ihr Vater schaltete sich ein und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Erzählen Sie Ihre Version, bitte. Er war allein. Ich bot ihm an, ihn heimzufahren. Die Polizei kam, ich erklärte das Missverständnis und konnte gehen. Das war alles. Nichts Anstößiges, oder? Skeptisch, aggressiv, sarkastisch. Bleib mal aggressiv, komm. Sie meinen doch nicht, dass ich den Mist glaube, hm?
Sie wollten doch nicht das erste Mal ein Kind in Ihren Wagen locken. Sie waren für die Polizei mehr als ein Verdächtiger. An Ihrer Stelle würde ich mir ganz schnell was Besseres ausdenken. Oder ich mache Ihnen ernsthafte Schwierigkeiten. Ja, der Blick, Alter. Na gut. Ich bin der Origami-Killer. Ich hole mir die Opfer ins Auto, ertränke sie in Regenwasser. Ich lege sie irgendwo ab, eine Origami-Figur in der Hand und eine Orchidee auf der Brust. Ich tue das aus Langeweile, Mr. Shelby. Es ist ein unterhaltsamer Zeitvertreib. What the fuck? Direkt mit der Faust ins Gesicht. Ist Ihnen das so recht? Oder wollen Sie mehr? Ende der Befragung. Oh. Weg mit dem Clown! Nee. Also ganz so einfach, lassen wir uns nicht hier... Ja, Alter. Okay, für unser Alter haben wir noch ganz schön was drauf. War klar, dass der andere sich wieder amüsiert, der Spaß. Bam. Ja, sehr gut gelöst. Sie spielen ein gefährliches Spiel, Kramer. Kennen Sie meinen Vater? Er schnippt nur mit dem Finger und Sie wachen morgen nicht auf. Sie sollten Angst haben, Mr. Shelby, nicht ich. Ja, der Typ ist so krank. Normal wird sie direkt seinen Kopf durch den Fernseher hauen, ganz ehrlich. Aber wir haben gut aufgemischt hier. Jetzt weiß er wenigstens, wer wir sind. Oh.